Die Lamsenspitze im Lüsnertal, nahe der Stadt Innsbruck, sorgt mit ihren 2876 Metern für viel Verkehr in den Wintermonaten. Doch wenn es noch nicht Zeit für die Ski ist, ist er ein etwas ruhigerer und mindestens genauso schöner Aussichtsberg in den Stubaier Alpen. Los geht's! Wir starten die Tour unten in Paxmar am Parkplatz, von dem übrigens auch die tolle Tour auf das Zischgeles startet. Zu diesem fantastischen 3000er habt ihr sicher auch schon unser Video gesehen. Erstmals geht es gleich hoch in den Wald nach Westen. Je nach Wetter und Jahreszeit treffen wir hier die ersten Kühe und Pferde. Mit respektvollem Abstand geht's an denen vorbei in den dichteren Wald. Hier sammeln wir ordentlich Höhenmeter, denn der Wald ist relativ steil, aber auch wirklich idyllisch. Die Tour auf die Lamsenspitze ist übrigens eher einfach. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass ihr Kletterei oder sehr ausgesetzte Passagen vorfindet. Es ist ein relativ hügeliger Berg mit sehr gut findbaren Wegen. Er ist insgesamt sehr gut markiert und es gibt keine Stellen, an denen man wirklich unbedingt trittsicher sein muss oder schwindelfrei. Immer wieder bekommt man auch subtil mit, dass das hier wohl eine beliebte Skitour ist, denn überall stehen nützliche Hinweisschilder für das richtige Verhalten und das entsprechende Vorgehen auf einer Skitour. Im Sommer sind diese Schilder aber eher unhilfreich. Kurz bevor wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können, befreien wir uns aus dem ruhigen Wald und stehen auf dem sogenannten Zirmkogel. Zugegeben, ein imposantes Kreuz sieht anders aus, aber ein netter Rastplatz ist es allemal. Am Kreuz vorbei haben wir nun eine offene Landschaft mit Weitblick vor uns. Hier können wir den weiteren Weg gut erkennen. Und wir halten uns jetzt mal links. Nach einiger Zeit und einer Bachquerung, die im frühen Winter gar nicht so trivial ist, kommen wir zur Kogelalm. Eine tolle Aussicht wird uns hier geboten und bei entsprechenden Temperaturen kann man hier gemütlich die erste Jause auspacken. Ab hier wird's erstmal deutlich flacher und der Weg zieht weiter gen Westen. Immer größer erscheint leicht rechts die Lamsenspitze. Doch bis jetzt ist noch nichts von einem Kreuz zu sehen. Doch dieses Rätsel wird sich bald auflösen. Im November geht es nun schon über einige größere Schneefelder. Achtung vor allem vor größeren Löchern im Boden.
Es gilt im felsigeren Teil definitiv hin und wieder auch vorausschauend zu gehen. Kurz vor dem Satteljoch steilt dann das Gelände nochmal auf, bis man dieses letztlich erreicht und nach rechts zur Lamsenspitze abbiegt. Es ist also eher ein Wanderberg. Übrigens noch ein kleiner Geheimtipp für alle, die beim Ab- oder Aufstieg noch etwas Abwechslung suchen. Etwas nördlich gibt es einen wunderschönen idyllischen Bergsee, welcher mit einem Umweg von etwa 10 Minuten ohne Höhenmeterunterschied am Weg hoch oder eben runter erreicht werden kann. Zur aktuellen Zeit handelt es sich aber eher um einen Eissee als um einen Badesee. Nach einem letzten kurzen Aufschwung stehen wir dann letztlich oben auf der 2876 Meter hohen Lamsenspitze. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns wie immer über einen Daumen hoch und ein Abo auf unserem Kanal. Abseits der Tourguides bieten wir auch viele andere lehrreiche, interessante Inhalte. Unter anderem auch auf www.alpenacademy.at. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und Bergheil.